Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Affektkrämpfe. Man kann auch Wut- oder Schreikrämpfe dazu sagen. Das ist ein Zustand, der Kleinkinder im Besonderen betrifft, und zwar im Alter zwischen 1 und 5 Jahren. Man kann beobachten, dass besondere Charaktere solche Affektkrämpfe begünstigen. Ein temperamentvolles Kind, aber auch ein sensibles Kind kann zu solchen Krämpfen neigen, auch wenn es sehr willensstark ist. Und was man auch beobachten kann, ist, dass eine solche Eigenschaft in einer Familie gehäuft vorkommt. Also wenn Mama oder Papa Affektkrämpfe hatten als Kind, dann muss man damit rechnen, dass deren Kinder das wahrscheinlich und eventuell auch bekommen. Der Auslöser für solch einen Affektkrampf ist eine übersteigerte Reaktion auf eine Emotion. Zum Beispiel Erschrecken oder Wut oder Schmerz oder hauptsächlich Zorn. Deshalb auch der Begriff Zornkrampf. Es kommt dabei zu einem heftigen Schreien und zu einem Hineinsteigern in diese Emotion bis hin zum Atemanhalten. Dabei kommt es dann zu einer Blauverfärbung, zu einer Zyanose und zu einem Umfallen des Kindes, verbunden mit einer Bewusstlosigkeit. Ein ziemlich schockierendes Ereignis. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann denkt man an alles Mögliche, zum Beispiel an eine Epilepsie oder an ein Herzproblem. Das geht dann oft nur ganz kurze Zeit, nur ein paar wenige Sekunden. Und dann kommt meistens ein tiefes Einatmen, ein etwas irritiertes Blicken, und in der Regel ist das Kind anschließend wieder völlig normal. Es macht dann oft noch dieses staccato-artige Einatmen, wie Sie das bestimmt schon das eine oder andere Mal bei Ihrem Kind nach einem heftigen Weinen beobachten konnten. Wie gesagt, wenn das zum ersten Mal auftritt, erschrickt man sehr und man denkt an alles Mögliche, und es macht durchaus Sinn, wenn man die sogenannten Differentialdiagnosen abklärt, nämlich die Epilepsie oder eine Herzerkrankung. Es gibt 3 wichtige Punkte, die zu diesen Affektkrampfkindern zu sagen sind. Erstens, es ist wichtig, dass Sie als Eltern, wenn Sie wissen, Ihr Kind neigt dazu, den Betreuungspersonen Bescheid geben, heißt den Babysittern und den Betreuern in den Kindergärten und Kindertagesstätten. Zweitens, Kinder sind sehr aufmerksam, was die Reaktionen angeht, die sie mit bestimmten Verhaltensweisen auslösen. Das heißt, achten Sie darauf, dass Sie dieses Verhalten nicht als Druckmittel für die Kinder gelten lassen. Tun Sie so, als würde Sie das nicht beeindrucken, wenn ein Kind anfängt, sich in einen solchen Zornkrampf hineinzusteigern. Dann wird es mit der Zeit damit auch wieder aufhören. Und dann der dritte Punkt: Ist es wichtig, dass man mit diesem Affektkrampf so umgeht, wie es nötig ist. Erstens, man muss wissen, wenn die Kinder bewusstlos werden, dann haben sie keine Kontrolle, sie können sich also verletzen. Deshalb umsichtig sein und schauen, dass keine spitzen Gegenstände in der Gegend sind, wo sich das Kind eventuell dran verletzen könnte. Und dann, das ist mir immer besonders wichtig, sollten Sie nicht unbedingt einen Notarzt rufen, wenn ein Kind nur wegen einem Affektkrampf sich entsprechend verhält. Denn der Notarzt, der hat Wichtigeres zu tun, als solche Kinder zu besuchen, die, wenn er da ist, wieder völlig normal sind. Wie groß wird denn mein Kind? Tatsächlich wird das immer wieder in der Sprechstunde gefragt, und es gibt da eine relativ einfache Antwort darauf. Ich gehe davon aus, das Kind und die Familie ist gesund. Und da gibt es eine entsprechende Berechnungsmöglichkeit. Die erläutere ich in diesem Video.